Du kannst nicht entscheiden, ob du dieses oder dieses Gerät kaufen sollst, also das S9 oder das S8 Ultra. Ja, in diesem Video beleuchte ich beide Geräte, nenne so die Vor- und Nachteile davon und am Ende wirst du es nicht glauben, welches Tablet ich empfehle und warum es so ist. Viel Spaß mit dem Vergleich der beiden Geräten nach dem kurzen Intro. Und fangen wir mit dem wirklich exzellenten Gehäuse von den beiden Geräten an. Die beiden Geräte sind wirklich gut verarbeitet, doch in einem Punkt unterscheiden sie sich. Das eine ist IP68 zertifiziert und das andere nicht. Das heißt, das Galaxy Tab S9 Ultra ist vor Spritz, Wasser sowie auch vor Staub geschützt. Das ist ein bedingter Vorteil. Ja, das Ding kann man jetzt ein bisschen mehr Outdoor verwenden, jetzt können auch mehrere Regentropfen draufkommen. Aber ganz ehrlich, wenn beim S8 Ultra ein paar Tropfen draufkommen, würde ich schon fast meine Hand ins Feuer legen, dass da auch nichts passiert. Sei es drum, die Zertifizierung ist hier safe, hier haben wir sie nicht. Zum anderen können wir beide Geräte mit einer MicroSD-Karte ausstatten oder mit einer SIM-Karte, was es mobiles Arbeiten ziemlich gut macht. Und mit dem erweiterten Speicher können wir nochmal zum großen Speicher, den wir eh schon haben. Hier startet das Galaxy Tab S8 Ultra mit 128 GB, das S9 Ultra hingegen mit 265 GB und kann bis zu 1024 GB noch zusätzlich aufgestockt werden, also beim Kaufen natürlich. Später mit der MicroSD-Karte natürlich noch weiter. Beim S8 Ultra ist man bei 512 GB begrenzt. Und wenn man die beiden Gehäuse so entlang fasst, dann kommt man ziemlich schnell an die Tasten. Und hier muss ich sagen, selbst die Druckpunkte sind hier wirklich identisch geblieben. Beide fühlen sich wirklich hochwertig an. Das heißt, das Drücken funktioniert ziemlich klasse. Naja, kostet halt 1300 Euro, was will man verlangen? Ja, der Sound ist bei beiden Geräten identisch. Ich habe beide auf volle Rotze aufgedreht und habe mir da die Lautsprecher mal wirklich angehört und naja, sie sind weiterhin identisch geblieben. Beide richtig gut. Weiter geht es zum Stift. Und hier haben sich zwei Dinge geändert. Zum einen haben wir hier eine ganz andere Ablagefläche. Hier beim S9 haben wir eine kleine Einkerbung, beim S8 ist es einfach nur flach und glatt. Und zum anderen, der Stift kommt einmal aus Vietnam und der andere aus China. Naja, welcher wohin gehört, weiß ich leider nicht. Ich habe sie ausgepackt und ich weiß es tatsächlich nicht. Auf jeden Fall kommen die aus zwei verschiedenen Ländern. Doch hier hat sich noch eine Kleinigkeit geändert und zwar die Magnetstärke. Die ist beim S9 Ultra nochmal einen Tick stärker geworden, aber nichts Erwähnenswertes. Zum anderen sind die Stifte von Samsung meine absoluten Lieblingsstifte. Obwohl ich wirklich ein Apple-Fanboy bin, liebe ich die Galaxy-Stifte. Die sind wirklich gut und zum anderen, die werden sogar kostenlos mitgeliefert. Geil! Gibt es nirgendwo anders. Doch jetzt kommt ein großer Kritikpunkt. Samsung hat hier ein neues Tablet rausgebracht. Die sehen ja optisch genau gleich aus. Bis auf ein Detail. Die Kamera. Die Kamera ist hier anders geworden. Obwohl wir hier dieselben Sensoren haben, ist es hier anders geworden. Ja, wir haben hier ein anderes Design und das bedeutet, das Bookover passt nicht mehr auf das S9 Ultra drauf. Das heißt, kauft man sich das Ganze oder man hat es bereits schon beim S8 Ultra gekauft und möchte jetzt ein Upgrade machen auf das S9 Ultra, muss man auch das Backcover für 390 Euro nochmal zusätzlich kaufen. Und das finde ich eine Frechheit. Da muss ich Apple loben, obwohl sie sehr, sehr hohe Preise haben und auch viel höher als bei Samsung, achten sie beim Zubehör, dass es dennoch miteinander kompatibel ist. Und hier wirklich ein Minuspunkt beim S9 Ultra. Aber hat man diese Investition einmal gemacht, dann kann man beide Geräte wirklich als Laptop-Ersatz nehmen. Naja, beinahe. Doch wie sich das S9 Ultra im Alltag in meinem langen Zeittest geschlagen hat, werde ich in einem anderen Video erwähnen. Das heißt, abonniert diesen Kanal, um das Video nicht zu verpassen und viele weitere geile Sachen, die ich auf diesem Kanal bringe. Und wenn dir dieses Video gefällt, gib mir einen Daumen nach oben. Aber weiter im Programm. Und weiter mit dem wunderschönen Display, das Samsung hier beiden Geräten spendiert hat. Wir haben hier ein OLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholungsrate, ein 2K-Display und was hat sich hier geändert?
Die haben beim S9 Ultra die Helligkeit ein bisschen runtergedreht. Und das merkt man dann quasi, wenn man wirklich unter Extremumständen, also Zimmer dunkel, Helligkeit maximal, Video 4K, 120 Hertz, HDR und 2K Auflösung, dann merkt man den Unterschied minimal, dass das S8 Ultra leicht heller ist. Das wirkt aber qualitativ ein bisschen sogar dann schlechter. Im Alltag merkt man absolut gar keinen Unterschied. Im normalen Fall läuft das Tablet so bei 40% Helligkeit und das merkt man gar nicht, dass es ein bisschen dunkler geworden ist. Aber dadurch, dass es ein bisschen dunkler geworden ist, bekommen wir auch ein bisschen mehr Akkulaufzeit. Und das ist ein großer Vorteil bei solchen großen Tablets. Bei den Hardware-Themen haben wir nicht ganz so viel anzusprechen. Statt Bluetooth 5.2 haben wir hier nun Bluetooth 5.3. Naja, es ist nochmal ein bisschen besser, was kein Mensch merkt. Sei es drum. Aber der größere Punkt ist, wir haben hier nun ein Snapdragon 8 Gen 2 drin und nicht mehr den 8 Gen 1. Der ist von der Performance ein Tick schneller, vielleicht ein bisschen Tick mehr, was man aber im Alltag gar nicht merkt. Ich habe beide Geräte im Alltag unter Volllast genutzt und habe es nicht gemerkt, welcher davon schneller ist. Der Prozessor bietet ja nicht nur eine bessere Schnelligkeit, er ist ja nochmal energieeffizienter. Und damit können wir nochmal einen Tick mehr Akkulaufzeit rausholen. Und die Bild- und Videoqualität von den Fotos und Videos ist ein Tick besser geworden, was ich im Alltag so nicht merken konnte. So aber andere Berichte. Und auch logisch, da der neue Prozessor ein bisschen besser rechnen kann und besser die Bilder berechnen kann und dadurch bessere Ergebnisse liefert. Aber wie gesagt, Akkulaufzeit ist hier wirklich ein bisschen besser geworden, ein bisschen spürbar im Alltag. Aber die Akkukapazität ist weiterhin gleich geblieben. Hier haben wir bei beiden Geräten 11.200 mAh. Und das waren die größten Unterschiede vom Galaxy Tab S8 Ultra zum S9 Ultra. Und nun kommt mein Fazit. Welches der beiden Geräte würde ich dir empfehlen? Tatsächlich würde ich dir das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra empfehlen. Da es in wirklich guten Angeboten zu haben ist. Man kriegt es teilweise für 700 Euro. So ein geiles Tablet für 700 Euro. Diese Angebote gibt es nicht jeden Tag, aber man kann sie finden. Das Galaxy Tab S9 Ultra, ich habe derzeit 1.000 Euro bezahlt. Ja, wir sind im Dezember 2023. 1.000 Euro oder 700 Euro, 300 Euro Unterschied ist eine große Range für kleine Verbesserungen und das ist in meinen Augen nicht lohnenswert. Du verlierst hier natürlich ein Jahr Sicherheitsupdates, aber ich sag dir, warte mindestens mal ein oder zwei Jahre auf das Tab S11 Ultra und dann lohnt sich vielleicht der Upgrade. Das war mein Fazit. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn das so ist, dann freue ich dich beim nächsten Mal zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.